habe ich immer früher gegessen. In der nächsten knappen halben Stunde, die wir hier zur Verfügung haben, im Falle des Chemiemarktes ist China ungefähr 50% des Weltchemiemarktes und eben nur noch 17% Europa. Und er wächst kaum mehr, der europäische Markt. Gar nicht davon zu reden, dass in den momentanen wirtschaftlichen Schwierigkeiten wir fast 25% des Produktionsvolumens in Europa verloren haben. Und deswegen gehört es natürlich ganz besonders für das größte Chemieunternehmen der Welt dazu, dass wir nicht 50% eines Marktes in der Welt aufgeben. Wir haben lange gerungen und natürlich auch alle Dimensionen und Perspektiven betrachtet. Da kommen wir zu dem Schluss, dass die Chancen in China den Risiken überwiegen. Können wir natürlich ausschließen, dass nie was im Falle von Taiwan passiert? Kann man nicht. Aber man muss dann schon abwägen, wie wahrscheinlich es ist und sagen wir mal, was sind die Chancen.